Geht hier wieder erstmal die YouTube-Aufnahme los. Hallo YouTube, hier ist wieder Kairi von Futari TV. Und ich habe euch ja letztes Mal mit einem kleinen Cliffhanger entlassen. Und genau an der Stelle werden wir jetzt weitermachen. Vielleicht finden wir jetzt endlich raus, wer der wilde Jäger ist. Vielleicht finden wir auch endlich raus, wer der Vater der beiden ist. Wir werden sehen. So, genau, wir waren hier auf dem Steg. Und dann geht die Erinnerung los. Oh. Es geht nicht. Krass. Doch, er muss sich ganz so anstrengen. Heftig. Irgendwas Coach, ist da. pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still, wir wollen nicht, dass Mann uns hier erwischt. Also, sie haben die beiden belauscht. Ich wusste es, ich habe gesagt, das würde passieren. Wir hatten es aber fast. Das war der Streit, der zwischen Mary Ann und diesem Kerl. Konzentrier dich auf ihn, okay? Denk über nichts anderes nach. Müssen sie sich darauf konzentrieren? Ich versuch's. Und was ist, wenn sie jetzt wieder zwei unterschiedliche Erinnerungen haben? Komm, streng dich an. Denken, 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 denken. Wer zeigt sich da? Ich schulde dir gar nichts. In letzter Zeit warst du ein wenig durcheinander. Sitzt er in einem Boot? Ich habe versucht zu überleben. Wenn du Angst hast, dass ich verzweifle, könntest du uns helfen. Etwas Geld leihen. Wo ist es hin? Was ist jetzt passiert? Ich kann nicht, Tyler. Hey, aber wir waren doch so nah dran. Tut mir leid. Ich bin fertig. Nein, nicht jetzt, nicht so Das kurz war's? davor. Du gibst einfach auf? Einfach so? Das kannst du nicht tun. Wir schulden es ihr. Marianne ist tot, Tyler. Und nichts, was wir tun, kann das ändern. Wovor hat sie Angst? Geh nicht, bitte. Du kannst nicht weglaufen, Ellie. Sonst wird es bloß noch schlimmer. Nein. Wir waren so kurz davor. Krass, dass sie sich beide zusammen brauchen, um das zu rekonstruieren. Das war mir bisher gar nicht so klar. Autsch, pass auf, du trittst mir auf den Fuß. Kannst du hören, was sie sagen? Still, wir wollen nicht, dass Mom uns hier erwischt. Es gibt kein Geld. Ich habe dich nie um irgendwas gebeten, aber jetzt brauchen sie dich. Das wird nicht passieren. In dieser Scheune habe ich alles, was ich brauche, um dich dran zu kriegen. Und was bitte glaubst du passiert danach? Was meinst du damit? Also, wenn diese Kinder einen Vater haben, meinst du wirklich, irgendein Gericht wird sie in deiner Obhut belassen? Nein! Du hast kein Recht auf meine Kinder. Verschwinde von meinem Grundstück. Jetzt! Wenn du je hierher zurückkommst, dann werde ich dich umbringen! Allison? Es war noch davor. Vor dieser krassen Nacht, okay. Ich bin völlig verwirrt. Errungenschaft freigeschaltet. Kapitel 2. Na, guck mal an. Aber das verwirrt mich jetzt noch mehr, was uns diese Szene sagen sollte.
Ich meine, klar, das ist schwer zu verkraften, ne? Wenn die Eltern oder die Mutter sagt zu irgendwem, ich werde dich umbringen, weil sowas traut man ja seinen Eltern nicht zu. Oder? Als Kind ist das ein Schock. Ah. Trotzdem, okay, wir reviewen kurz meine Entscheidungen. Tyler war erleichtert, als Alice in seiner Erinnerung im Haus wird. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. 58% haben das gemacht. Wahrscheinlich, weil die 58% sich auch schuldig gefühlt haben, dass sie zuerst Alice in Erinnerung genommen haben. Tyler fühlte sich übergangen, als Alice in die Wohnungsbesichtigung annahm. Nur 34% haben den Termin angenommen. Ja, ich habe es im Nachhinein auch ein bisschen bereut, oder? War das nicht der Moment, wo ich so dachte, ach, fuck, hätte ich nicht machen sollen? Alison schafft Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Eddie verzieht. Ja, okay. Guck mal, 80% haben auch so ein Harmoniebedürfnis wie ich. Ups. Eddie war gerührt, dass Tyler ihn verzieht. Ja, okay, es deckt sich. 80-20. Michael war ermutigt, als Tyler ihm ein Kompliment machte. 80% haben das auch so genommen. Und 20% haben wohl einfach Eigengeschmack oder so. Keine Ahnung. Kein Bock auf eine extra Liebesgeschichte. Tessa war dankbar, dass die Zwillinge den Kontakt gehalten hatten. 81% haben Tessa verziehen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es machen weniger. Naja, interessante Zahlen auf jeden Fall. Da ist noch was. Sieh mal. Was meinst du? Sollen wir dem nachgehen? Ich glaube, die listigen Kobolde müssen weiter herumschnüffeln. Dann los. Was ist das? Was war das für ein Ort gerade? Der kam mir sehr unbekannt vor. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald listige Kobolde, die sich der Wahrheit über das große Holzhaus stellten. Sie überkam die kluge Prinzessin. Diese wurde verrückt und griff die Kobolde an. Als sie mehr über die Prinzessin und die Finsternis erfahren wollten, stellten die Kobolde fest, dass keiner der Waldbewohner die Wahrheit wissen wollte. Sie suchten und suchten, stellten unangenehme Fragen und erfuhren mehr über die kluge Prinzessin, als sie sich je erhofften. Doch die Suche hatte ihren Preis. Die Koboldschwester wurde von der Finsternis überwältigt. Aber der Koboldbruder grub weiter, tiefer und tiefer, bis seine Koboldschwester schließlich sagte, es reicht. Und so waren die Kobolde erneut voneinander getrennt. Allein und verwirrt, mit vielen unbeantworteten Fragen und vielen offenen Wunden. Ganz kurz, wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Dass die Mutter vielleicht durchgedreht ist, weil der Bruder mit den kurzen Haaren so aussah wie der Vater vielleicht und sie das nicht so Alice, vertragen hat. Wach auf. Oh, wird es jetzt creepy? Schläft sie mit Strickpullover? Ist es so kalt da? Oh. Wer hat uns eigentlich ins Ohr geflüstert gerade? Sieht schon ein bisschen creepy aus. Auch sehr Silent Hill mit dem Nebel und so. Traum. Mhm.
Die Tapete morpht so ein bisschen rum, ne? Oder ist das ein Vorhang? Krass, wie es zwischendurch immer doch so ein bisschen spooky wird, ja. Ich krieg immer Gänsehaut bei sowas, auch wenn es eigentlich gar nicht so gruselig ist, aber... ...nach vorne sehen und ihren Platz in der Welt finden, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit Tiara und wunderschönem Kleid war, nur eine fahle Frau, allein im tiefen, alten Wald. Oha. Du hast mich getötet. Du bist schuld. Oh, wow. Heftiger Einstieg in Kapitel 3, Vermächtnis. Das letzte Kapitel der Reihe. Uff. Ja, das, was Tyler mit seiner Stimme da aus Versehen zu Allison gesagt hat oder auch nicht gesagt hat, das ist klar, dass ihr das zusetzt, ne? Pancakes sehen so gut aus. Ich würde sie nehmen. Cool gemacht. So, was hat er denn geschrieben für uns? Guten Morgen. Ich habe angefangen, die Unterlagen zusammenzutragen, die du für die Wohnungssuche brauchst. Hab den Ordner für dich unten auf die Küchenanrichte gelegt. Wenn du dich immer noch mit Dee zu Mittag triffst, kannst du die Unterlagen vorbeibringen und ich mache dir ein paar Kopien. Lass es heute ruhig angehen, Onkel Eddie. PS, meine berühmten aufmunternden Buchweizenwaffeln werden in der Küche nur kalt. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Er hat recht. Ich muss mich echt zusammenreißen. Er hat gehört, dass er hier die Deprimucke aufgelegt hat, war und ist dann nicht zu ihr ins Zimmer gegangen. Eigentlich ganz lieb. Können wir uns im Spiegel angucken.
Und dann sie noch ein bisschen ready machen für den Tag. Na, wenigstens sehe ich genauso schlecht aus, wie ich mich fühle. Na bitte. Oh, kein Concealer der Welt kann verstecken, was für eine Nacht ich hatte. Da hat sie wohl recht. Soll sie ja auch gar nicht verstecken. Ich würde am liebsten ans andere Ende der Welt fahren. Ja, man denkt das, glaube ich, oft so, ne? Aber nützt es einem wirklich was? Weil die Gedanken hat man ja trotzdem und die Träume hat sie ja dann wahrscheinlich trotzdem. Klar wird sie nicht permanent daran erinnert, aber die Sachen gehen ja davon auch nicht weg, ne? Konnten wir erst so ähnlich und dann so völlig verschieden sein? Ich muss an was anderes denken. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören und vielleicht eine Entgiftung zu machen. Oder 12. Das Lustige ist, es wird oft vom Rauchen gesprochen, aber man sieht weder ihn noch sie rauchen, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Wahrscheinlich wollen sie keine Werbung dafür machen und es cool aussehen lassen oder so. Aber wie hieß es nochmal? Chloe aus dem ersten Teil hat doch auch geraucht, oder? Das hat man doch auch gezeigt. Glaube ich. Jetzt können wir uns mal den Rest vom Haus angucken, den wir am Anfang noch nicht gesehen haben. Ich gucke einmal ganz schnell auf mein Handy, was hier vibriert. Ah ja, okay. So. Ich vermisse die Piste. Ah, Snowboarden kann ich auch mal Eddie wieder. Er sieht hier so jung aus. Die Tage sind inzwischen so kurz. Der Winter wird lang. Okay. Was zum... Ich sollte vielleicht was essen. Ich fühle mich so schwach. Irgendwas ist hier komisch. Das werden viele Monate in Schneestiefeln. Was lustig ist, weil da liegt ja schon die ganze Zeit Schnee. Dann überlegt euch mal, wie der Winter da aussieht. Er mag diese Art von Aufmerksamkeit nicht, aber er tut so viel für die Gemeinschaft. Sehr geehrter Polizeichef Brown, vielen Dank, dass Sie unsere Kinder letztes Wochenende sicher nach Hause gebracht haben. Ohne Sie hätten sie sich vielleicht unter das Steuer gesetzt und wer weiß, was Ihnen oder jemand anderem hätte passieren können. Für Ihre Weisheit werden wir Ihnen auf ewig dankbar sein. Danke nochmal, dass Sie es nicht in die Akten aufgenommen haben. Es sind gute Kinder, die einen Fehler begangen haben und Gott weiß, wie sehr ein Strafregister die Zukunft eines Kindes beeinträchtigen kann. Wir sind davon überzeugt, dass Sie noch lange an Ihre Worte denken werden. Seien Sie jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um Ihnen deutlich zu machen, was alles hätte passieren können, sodass Sie dafür bei Gleichaltrigen in der Gemeinde Bewusstsein schaffen können. Gott segne Sie. Gail und Toby Locklear, Karen und Brody Moore. Okay. Ja, ja, das scheint ja ein sehr rechtschaffender Mann auch zu sein insgesamt. Also großer Gerechtigkeitssinn. Kommen wir hier bis... Eddie sah ziemlich besorgt aus, als ich gestern Abend heimkam. Ich hätte mit ihm darüber reden sollen, was passiert ist, aber was zur Hölle hätte ich denn sagen sollen? Ist aber eigentlich nicht nett, hier rumzuschnüffeln, aber gut. Socken. Oh, ein Zettel. Ich glaube nicht, dass ich in Delos Crossing eine Claire kenne. Aber ich sollte hier nicht herumschnüffeln. Ha, vielleicht nützt uns das noch was. Aber sie hat recht, herumschnüffeln sollten wir nicht. Oh, sie hat den Zettel genommen. Das wird aber auffallen, wenn der auf einmal da oben liegt. Gott, er sollte besser einen neuen kaufen, wenn er bei dieser geheimnisvollen Claire landen will. Ich dachte, wir finden vielleicht noch eine Sammelfigur oder irgendwas. Anscheinend spielt er Saxophon, auch nicht schlecht. Hab ihn lange nicht spielen gehört. Es liegt nur da und staubt ein. Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck. Oh, schon wieder so eine Truhe. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Mache ich das jetzt oder später? Ich weiß auch nicht, wo das sein könnte. Es ist auf jeden Fall irgendwas Extramäßiges. Da ist Tape auch nur eine Figur drin. Aber ich will mir erstmal... Wie sieht denn überhaupt die Kiste aus? Ich weiß ja nicht mal, wie das Schloss aussehen soll. Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen, es herauszufinden. Da sind auch nur noch mal die Augen drauf. Vielleicht sagt sie ja was, wenn ich die richtige Geschichte anklicke.
So. Okay. Gar nichts. Nee, ich glaube, das ist mir jetzt zu blöd. Stell's einfach wieder in den Schrank. Vielleicht nächstes Mal. Das ist privat. Ja, aber wenn wir schon hier drin sind, dann können wir auch schnüffeln. Mein geliebter Sohn, ich weiß, dass es mir dieses Mal nicht besser gehen wird, also wollte ich dir ein paar Dinge mitteilen. Es tut mir leid, dass ich dich schon so bald verlassen werde. Ich habe dich erst spät bekommen, dachte aber trotzdem, uns bliebe mehr Zeit. Es macht mich glücklich zu wissen, dass du den Clan hast, wenn ich fort bin. Und auch deine Tante, die sich um dich kümmern wird. Du scheinst schon immer gewusst zu haben, wann es Zeit ist zu gehen. Seit du ein Baby warst, wusstest du genau, welcher Schuh an welchen Fuß gehört. Und immer, wenn ich mich gerade aufmachen wollte, hast du mir immer ein paar gebracht. Ich habe nie durchschaut, woher du wusstest, dass ich im Aufbruch begriffen war, aber immer warst du da, mit meinen Schuhen jedes einzelne Mal. Du hast nie geweint oder einen Aufstand gemacht, sondern mir einfach auf den Weg geholfen. Ich hoffe, dieser Abschied wird genauso einfach und obwohl du mir meine Schuhe nicht holen musst, weiß ich, dass du mir auf meinem Weg helfen wirst. Deine Stärke war stets, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und zu tun, was getan werden muss. Ich bin so stolz auf deinen Beitritt zur Polizei. Die Leute werden dich jetzt als Anführer wahrnehmen und ich weiß, dass du sie nicht enttäuschen wirst. Bitte erinnere die Menschen an unsere Art zu leben. Es waren unsere kulturellen Werte, die unser Volk von Anbeginn der Zeit haben gedeihen lassen. Sorge dafür, dass sie das nicht verlieren. Vergiss außerdem nie, dass einem jeden Beistand zu leisten. Vergiss außerdem nie, einem jeden Beistand zu leisten, nicht nur denen, die dazugehören. Es ist unsere Art, einander zu stärken. Jeder hat der Gemeinschaft etwas zu bieten. Sie selbst sehen es vielleicht nicht, also musst du es ihnen zeigen. Hilf ihnen auf ihrem Weg, so wie du es immer getan hast. Vergiss nicht, wenn du andere aufbaust, macht es auch dich stärker. Ja, das ist von seiner Mutter und da steht noch irgendein Abschied oder Gruß an ihn, den ich nicht lesen kann. Ich muss mich um die Wohnungsbewerbung kümmern. Schöne Erinnerung. Selbst wenn Tyler nicht da war. Vielleicht finden wir hier nämlich noch ein paar Geheimnisse. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Eddie mir nie erzählt hat, dass er für Fireweed gezahlt hat. Ja, es war hier einfach nur so ein Flyer. Zum Glück wollte er mich nie überreden, meinen Nachnamen zu ändern. Sind es die Adoptionssachen? Ja, ich glaube. Ja. Okay, ich glaube, wir haben hier alles gefunden. Noch weiter schnüffeln müssen wir, glaube ich, nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Was soll das? Ich muss den Papierkram zusammensuchen. Vielleicht hilft mir das ja, meinen Kopf frei zu bekommen. Leider ist das immer so ein bisschen, ne, mit den gescripteten Sachen so, dass die sich so überschneiden und dann passt es nicht zusammen. Sie ist so, oh, was passiert hier? Ich muss meine Bewerbung schreiben. Ich wünschte, Eddies Mutter hätte mir das beibringen können. Erstmal was essen, ne? Ich kann jetzt echt nichts essen. Ich dachte, sie wollte. Sie hat doch Hunger. Hier ist der Ordner. Ich brauche nur meinen Ausweis und die Gehaltsabrechnung. Okay. Wir waren eine Familie. Alice, wie konntest du mir das antun? Oh. Scheiße. Ich muss an was anderes denken. Konzentrier dich. Ausweis und Gehaltsabrechnungen. Das sieht ja nicht gut aus. Vielleicht ging es der Mutter ja genauso mit ihren Stimme und Erinnerungen sehen. Ich hätte diese Ausflüge mehr genießen sollen. Vielleicht beruhige ich mich, wenn ich etwas für die mache. So, was ist hier drin? Rezept für Krabbeneintopf. Auch gut, aber ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit zum Kochen. Eddie meint, für jeden Schmerz gibt's eine Pflanze. Außer Herzschmerz. Ja. Oh, Rosentee, auch lecker. Wir haben ja ein gutes Teesortiment dort aufgestellt. Ich will echt nicht zurück auf die Wache. Vor allem nach gestern. Achso, sie meinte, aber der Eddie meinte, sie soll zu ihm da zum Unterlagen kopieren. Muss sich gut anfühlen, irgendwo dazuzugehören. Wozu auch immer.
Ich fand das echt cool, dass sie das mit dieser Tlingit-Kultur da mit reingebracht haben. Das ist immer ganz interessant. Ich wünschte fast, das Haus wäre gestern Nacht abgebrannt. Dann müsste ich es nie wieder sehen. Was, wenn ich meine Sachen packe und gehe und nie wieder zurückschaue? Tja, dann würde sie ja aber auch vor Tyler wegrennen, ne? Okay. Das kann ich wohl mit der Münze nachher machen. Ah, hier ist mein Ausweis. Oh, ich bin erschrocken gerade. Das hier war nie mehr als eine Junggesellenbude, hm? Ich hatte so viele Pläne. Alles für dich geopfert. Das ist dein Dank? Mir ins Gesicht zu lügen? Du bist nicht mein Kind. Mein Plan verdient was Besseres. Ja, ihre Vorstellungen drehen langsam durch. Hör auf, dich selbst fertig zu machen. Schnapp dir einfach deine Gehaltsabrechnungen, damit du hier endlich rauskommst. Tja, aber wo ist die Gehaltsabrechnung? Mann, die Welt kommt mir gerade so verdammt klein vor. Ich muss irgendwie diese Gedanken loswerden. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Fernsehturm von Seattle. Der hat doch immer diese sehr bestimmte Form. So, wo konnte denn die Gehaltsabrechnung liegen eigentlich? Und was ist das hier? Da können wir nichts lesen. Oh Mann, ey. Bitte. Verdammte Schande. Autsch. Hast du ja eine Jukebox zu Hause rumstehen. Ich habe keine Lust, irgendwas zu hören. Ist es der Eddie? Ich frage mich, was Michael davon hält. Ob er das versteht? Nee. Ich wünschte, ich könnte all das mit ein paar Korbwürfen vergessen. Die Gehaltsabrechnung ist bestimmt oben. Da wird bestimmt gleich nochmal was passieren. Ich wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. Das wäre nicht schlecht manchmal. Aber ist es jetzt hier drin oder nicht? Nein, das... Guck mal, da ist nämlich noch ein Brief. Ich hatte wirklich Glück mit dem Job. Tessa und Tom haben an mich geglaubt. Ach so, hier. Ihr Arbeitsreferenz quasi. Die kleinen Zettelchen können wir uns nicht angucken. Waffeln wollte sie nicht essen. Jetzt macht euch bereit, jetzt kommt halt safe noch irgendwas. Das war der Brief. Wo waren wir noch nicht? Hier. Da unten sind die Papiere nicht. Okay, na dann, wenn du das sagst. Gesagt, ich will die Erinnerungen nicht mehr sehen. Aber er wollte nicht hören. Passiert jetzt irgendwas? Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Das hast du gesagt. Aber du meinst nicht, was du sagst, oder? Das sind nur Worte. Du hast mich verlassen, Allison. Alleine und voller Angst. Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit der Mutter auch passiert ist. Weil wenn sie in diesen Geschichten schreibt sie ja quasi immer auch wie über sich selber und wenn sie die Prinzessin war. Und diese Gabe auch hatte, dann wird das sicher damit was zu tun gehabt haben, oder? Okay, nur Stempelkarten. Wo ist die Gehaltsabrechnung?
das ist in dem Game manchmal ein bisschen nervig, dass man so komische Sachen suchen muss. Mann, wo ist es? Okay, sie weiß aber selber nicht, wo es rumliegt. Das ist ja schon mal gut. Kann ich sie erst recht nicht wissen. Nicht hier. Ganz schön viele Kisten passen unter dieses kleine Bett. Da sieht es nach einem wichtigen Ordner aus. Super wichtiger Ordner. Hier sind sie. Na bitte. Gut. Okay, ich glaube, ich habe alles, was ich für die Bewerbung brauche. Das liegt hier noch im Regal. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Kann das sein? Ja, ich glaube, das war, was wir vor der Abfahrt da schon gelesen haben. Wenn ich mir das jetzt nicht komplett einbilde oder mich falsch erinnere. Wo kommt das her? Wo habe ich mein Handy gelassen? Hm. Oh Gott. Allison, Hilfe! Allison, bitte. Der wilde Jäger. Was stimmt nicht mit mir? Doch, ist es hier? Nee. Hier ist es jetzt ganz verschwunden. Da unten? Wollen wir vielleicht nicht in den Keller gehen? Ja, gute Idee. Geh in den Keller. Hello, Felix. Schön, dass du da bist. Na, was geht? Kommst zur richtigen Stelle, wo wir in den spooky Keller alleine gehen. Grüße von Lenny. Grüß zurück. Dachte schon, ich werde erschreckt. Nein, 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 ich pack das jetzt nicht. Warum ist das Handy im Keller? Wo hat die das denn hingetan? Also ich vergesse mein Handy manchmal im Kleiderschrank, aber... Das ist ja hier noch wilder. Ja, WTF, das denke ich mir auch. Ach, es liegt unter dem Buch, ich bin bescheuert. Nein, kein Telefon hier. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt vom Rest der Geschichte mitbekommen habt oder ob das sonst richtig weird ist. Warum ist das hier? Ja, jetzt frage ich mich auch, bist du geschlafwandelt gestern Abend? Hey, Dee. Endlich! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Was hast du getrieben? Ja, sorry. Ich hatte mein Handy nicht dabei. Okay. Ich wollte nur fragen, ob unsere Verabredung zum Essen noch steht. Ja, natürlich. Ich... bin auf dem Weg. Ach ja? Es klingt, als hätte ich dich aufgeweckt. Das scheint nur so. Wie dem auch sei, ich muss vorher noch einige Sachen erledigen, aber ich komme. Okay, Süße. Bis gleich. Reiß dich zusammen, Allison. Komm schon. Schnapp dir den Ordner. Zieh dich an. Und los geht's. Wir haben alle diese eine Person. Ich könnte ein Geschenk für die basteln. Im Freundeskreis, dass wenn sie sagt, ich bin unterwegs, dann ist sie erst... Dann ist sie zu Hause und geht gerade erst los. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich bin diese Person. Mein Zeitmanagement ist manchmal echt ein bisschen Zeit, wack. Um was für die zu schnitzen. Na dann, legt los. Cool, dass sie da so eine Werkstatt im Keller hat. Oder... Ihr Vater besser gesagt.
Das erinnert mich gerade ein bisschen an Animal Crossing oder Sims, wenn du so irgendwas herstellst. Bin gespannt, was sie für sie macht. Bestimmt einen Hund, ne? Das war doch die Husky-Frau. Ja, seht ihr? Zeig ich doch. Oh, voll gut. Ey, sie könnte einen kleinen Laden aufmachen oder ihr Zeug auf Etsy verkaufen. Könnte sie auch ein bisschen Geld mitmachen. Weil das schien ja schnell zu gehen. Wenn wir wieder reden. So, hier hinten sind noch ein paar Sachen. Eddie schafft es einfach nicht, Carols Sachen auszusortieren. Fotos, maybe? Ja. Du hättest dich erst um dich selbst kümmern sollen, Marianne. Für uns ist es ein völlig anderes Leben. Ich hab's unterbrochen. Da unten ist Weihnachtsdeko. Seit ich hier ankam, habe ich nie viel von Weihnachten gehalten. Eddie gibt sich solche Mühe. Ach, hier sind so viele Sachen, die man sich noch angucken kann. So. Was gibt hier? Noch mehr Zettel. Lachsfischereilizenz. Okay, für ihn aber. Eddie war in letzter Zeit zu beschäftigt, um angeln zu gehen. Ich weiß, dass es ihm fehlt. Okay, also hier nichts Besonderes drin. Felix, wenn du da bist noch, wann streamst du denn mal wieder eigentlich? Und wenn ja, was? Der Shade, nein, das sollte nicht shady sein, das war nur Neugier. Hey, Ali. Hey. Hi, Leute. Was macht ihr hier? Tessa und ich haben uns nach deiner Krankmeldung Sorgen gemacht. Sie hat im Café zu tun, hat mir aber einen Kokosnusskuchen mitgegeben. Oh, Partnership mit LOL, finde ich eine gute Idee. Da komme ich gern drauf zurück. Danke. Ich gehe schon mal rein, sonst friere ich mir noch den Arsch ab. Ist auch irgendwie blöd, wenn dein Arbeitgeber in so einem kleinen Dorf einfach immer bei dir vorbeikommen kann, wenn du dich krank meldest. Ist Tyler heute nicht da? Ja, ich finde die Idee gut, dann danke an Lenny. Nein, er hat zu tun. Drüben am Haus. Verstehe. Muss schwer sein, das Haus eurer Kindheit zu verkaufen. So viele Erinnerungen. Oh, schon okay. Wir den finde ich irgendwie nett. Ich habe Angst, dass es der am Ende ist, aber ich glaube nicht, die Stimme war eine andere. Ne? Also, Tessa hat mir erzählt, was auf dem Friedhof vorgefallen ist. Ja, tut mir leid, dass es so heftig wurde. Aber wir mussten einfach verstehen, warum Marianne tat, was sie tat. Besonders Tyler. Sie haben ihr ja verziehen, von daher. Das ist dir bewusst. Habt ihr zwei nichts gesagt, was sie nicht selbst schon dachte? Sie gab sich jahrelang die Schuld. Naja, sie war nicht alleine verantwortlich. Alle haben sich irgendwie schuldig gemacht. Gut, dass du das erkennst. Es scheint, als wäre dein Bruder, naja, nicht annähernd so nachsichtig, oder? Er war schon ziemlich schroff. Vor allem zu Eddie. Aber wir hatten genug von Leuten, die uns nur zu unserem Besten anlügen. Ja, natürlich. Völlig nachvollziehbar. Nur, es tut mir leid, dass du die ganzen Konsequenzen trägst. Ich hörte von dem Streit mit deinem Onkel. Ich hoffe wirklich, dass dein Bruder deine Opfer zu schätzen weiß. Wird er. Ich meine, das tut er. Hä? Sie ist doch jetzt nicht das Opfer, oder? Verstehe ich das irgendwie falsch? Natürlich. Ruh dich nur aus. Sag Michael, dass er sich Zeit lassen kann. Okay. Danke für den Besuch. Mach's gut. Bis bald. Sorry, dass ich dich hängen lassen habe. Im Ernst. Fahr unter keinen Umständen bei Tom mit. Hat er von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? Ja. Und auch, was sie mit seiner Verdauung anstellen. Oh no.
Das will man nicht wissen. Was ist mit ihm? Er war noch nie so hilfsbereit. Ich glaube, er und Tessa machen sich ernsthaft Sorgen. Außerdem muss man im Wahlkampf nach seinen Bürgern sehen. Ja, vermutlich. Ja, irgendwie wirkte er komisch, aber... Nimm dir ein paar Waffeln, wenn du willst. Das ist Eddies Art zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist ja süß. Aber ich hatte ein unmenschlich großes Frühstück. Also, nein, danke. Geil, so ein riesiges Frühstück. Wie schön, dass du da bist, Michael. Danke fürs Kommen. Kaffee und ein freundliches Gesicht hatte der Doktor doch verschrieben, oder? Ich will mich einfach nur den ganzen Tag lang vom Fernseher einrollen. Vielleicht die letzte Staffel von Die Hexen von Eldam bingen. Dann mach das. Nee, ich muss meinen faulen Arsch für mein Treffen mit Dee hochkriegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt raus aus der Lost Crossing. Naja, wir sind fast soweit, stimmt's? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe dieses Gefühl, dass alles ins Wasser fällt und ich dann hier festsitze. Für immer. Das wird nicht passieren. Wir haben einen Plan. Allison, was ist los? Ich kann sagen, was soll passieren, aber... Ja, zu ihm ist sie ja ehrlich. Tyler, das ist ja ihr bester Freund. Ich habe uns gestern gestritten. Ich war so froh, ihn zurückzuhaben, aber... Was, wenn 10 Jahre einfach zu viel sind? Und wir zu verschieden? Das glaube ich nicht. Ihr müsst euch nur wieder neu kennenlernen. Fangt einfach klein an. Findet heraus, was euer Lieblingsessen ist. Und dann langsam zu den wichtigen Dingen. Ja, das ergibt Sinn. Die letzten Tage war viel los. Und das ist... Die sind ja von 0 auf 100 nach 10 Jahren quasi. Du wirst noch dahinter steigen. Familien sind abgefuckt. Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Die Untertitel. Ich muss mich entspannen. Tja, gar nicht so einfach, wenn man das Gefühl hat, man ist schuld am Tod seiner Mutter, sich zu entspannen. Ich habe die perfekte Bude gefunden. Schau mal. Ziemlich cool, hm? Die Kaution ist ein bisschen hoch, aber es gibt 2 große Schlafzimmer mit Blick auf den Kanal. Liebling, oh. Willst du dein Zuhause wirklich für diesen hässlichen Kasten aufgeben? Oh Gott. Alice, sieh mich an. Ist okay? Ich bin nur... Ich muss mich nur kurz setzen. Schon okay. Ich bin ja da. Eieiei. Was ist los? Doch, wie gesagt, das ist ja unser bester Freund. Zu dem können wir ehrlich sein. Mein Herz schlägt wie verrückt. Immer, wenn ich esse, wird mir schlecht und... Und ich sehe Dinge. Erinnerungen. Von Mary Ann. Und mir und Tyler, als wir Kinder waren. Und Eddie und... Früher waren es Dinge, die meiner Meinung nach wirklich passiert sind. Aber jetzt sind sie überall. Und brüllen jeden beschissenen Gedanken aus, den ich je über mich hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Das ist heftig. Sorry, es... Vielleicht war das bei der Mutter wirklich genauso. Ist sowas früher schon mal passiert? Gleich nach Marians Tod hatte ich viele Panikattacken, aber das war anders als jetzt. Komm her. Ich verstehe. Okay? Ich verstehe dich. Du musst mich für komplett verrückt halten. Nein. Ich glaube, du hast was echt Schlimmes durchgemacht. Und warst nie in Therapie, oder? Ja, ich habe nach ein paar Therapeuten geschaut, aber die sind alle so weit weg. Und echt teuer. Naja,
Du weißt, wie es mir 2011 ging. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe geschafft hätte. Und du bekommst bald Geld vom Hausverkauf. Da hat er recht, Für unsere Wohnung in Juno. Ich lass dich nicht einfach hängen. Hey, ich weiß, du hast es, andere zu enttäuschen, aber dein eigenes Leben geht vor. Ich verstehe das. Und Tyler auch. Danke. Ich versuch's. Ich muss echt mit dem Haus weitermachen, aber Tyler übernachtet da. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen will. Wenn du willst, gehe ich für dich hin und gucke, wie er sich fühlt und ob er reden will. Was meinst du? Ja, warum nicht? Der kann ja vielleicht eher noch schlichten, so als neutrale Kraft. Aber mir fällt mal auf. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich sehe da voll die Parallelen, wie sie sich verhält und wie die Mutter sich verhalten hat. Vielleicht soll das wie so eine Analogie so ein bisschen sein, auch für psychische Krankheit. Keine Ahnung, ob ich da zu viel reinlese. Aber wenn sie quasi das Gleiche hat wie ihre Mutter und es nach diesem traumatischen Ereignis so rauskommt, vielleicht soll das zeigen, dass sie quasi, ja, ähnliche Sachen durchmacht oder so. Maybe. Ja, das könnte funktionieren. Ich hoffe nur, er spricht mit dir. Er war noch nie gut darin, sich neuen Leuten zu öffnen. Sicher? Ja, natürlich. Ich versuch's gern, wenn es euch zwei vielleicht wieder zusammenbringt. Oh shit, ich bin zu spät fürs Essen mit Dee. Ich muss mich noch umziehen, aber wenn du willst, setze ich dich beim Laden ab. Na, dann passt es doch. Wenn er hingeht, sie geht zum Essen. Nein, perfekt. Michael, danke dir fürs Zuhören. Alles geregelt. Ernsthaft. Wollten Sie sich nicht irgendwo im Restaurant treffen? Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Na, dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass sie ein bisschen zu spät war. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. So, ich würde sagen, diesen Abschnitt machen wir noch und dann gucke ich mal, dass ich langsam zum Ende komme. Hallo, Miss Ronan. So, erstmal Kuchen. Oh, sieht aus wie Wildbeeren. Mrs. Romero muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Okay, wir können ihn nicht essen, wahrscheinlich, weil sie ja keinen Hunger hat. Hey, Allison, was führt dich heute her? Ich sollte Eddie bloß ein paar Unterlagen vorbeibringen. Der Chief hat viel zu tun, aber du kannst es ihm ins Fach legen. Was denn wo lesen? Ach so. Wo ist das Fach? Ist es oben? Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Wo ist sein Fach? Das konfrontiert mich ja jetzt mit ganz neuen Sachen. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Fallen lassen? Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Dann stören wir ihn jetzt mal lieber nicht. So, die Unterlagen haben wir abgegeben. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Oder hätte ich ihn jetzt belauschen sollen? Wir haben kaum darüber gesprochen. Ich habe meine Sachen oben abgelegt und warte dann im Pausenraum. Okay, Süße. Bin gleich fertig. Okay. Warte im Pausenraum auf die. Na gut, dann machen wir das. Jetzt das Stück hier essen. Ja. Der sieht geil aus. Ich würde den auch gerne essen jetzt. Merkt man, dass ich Hunger habe? Gar nicht.
Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Wow. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Brandon geht's da ganz ähnlich. Mann, das... Was liest du? Oh, über den Hafenstreik und den Ärger, wollt den ich unterbrechen schon wieder. Bereiten. Ich hasse Streiks. Wo sind wir? Etwa in Paris? Bitte. Für viele ist das der einzige Weg, um sich Gehör zu verschaffen. Was gibt's bei dir? Forellenpastete und Schwarzrettich. Wow. Ich bin auf Diät. Eine Kuchendiät? Hey, sch. Darüber schweigen wir. Hey, Grex. Ja, erzähl uns was über Verbrechen. Und? Was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Wilderer, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno. Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen. Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von weiß Gott woher. Und will er sie deswegen nicht mehr aus dem Haus lassen, weil irgendwo Drogen genommen werden? Nein. Hey, Grex. Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend. Aber für Neujahr habe ich geheime Pläne für einen Familienausflug nach New York City. Oh, da gibt es bestimmt ganz viele Drogen. Und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Da möchte ich ja auch gern mal hin. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet. So, wollen wir jetzt mal unser Kuchenstück essen? Na bitte. Dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Der beste, den ich je hatte. Oder? Hey, Grex. Schon gut. Geil. Hey, schon gut. So. Ah ja, okay. Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber. Wow, warte, den Briefkastenräuber. Ein Tier? Wie ein Waschbär vielleicht? Hat da etwa wieder jemand unsere Polizeiarbeit belauscht? Nicht deren Ernst. War es wirklich ein Tier? Na egal. Ja. Ein Waschbär. Oh mein Gott. Der Meister Errungenschaft, Briefkastenräuber, geil. Nur ein pelziger Mischluger. So werden Legenden geboren. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Ah, schade. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Die Pflicht ruft. Danke. Oh, ich habe dir was mitgebracht. Ja, das Geschenk, ein stimmt. Ein verspätetes Geschenk. Nichts Großes, aber... Was sagst du da? Ich liebe es. Hast du das gemacht? Jeff the Best. Ich dachte, hier streamt jemand anders. Wir streamen ja hier beide. Hi erstmal, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wann Tiber das nächste Mal streamt. Ich würde das Crossing völlig anders sein. Kann ihn ja mal fragen, aber ich denke mal, er wird es... Komm schon. Wird er schreiben? Ich weiß nicht, ob er es diese Woche noch schafft. Ich rufe dich später an. Versuch etwas zu schlafen, okay? Bis dann. So. Tja, so viel zu meinen Mittagsplänen. Tja, ist dein Bruder heute muss sie nicht doch dabei? Zum Haus fahren. Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen, nachdem, was er gestern abgezogen hat, was? Was meinst du? Du weißt schon, dass er in den Archivsaal eingebrochen ist und dann deinen Onkel so angegriffen hat. Was soll der Blick? Hey, wir sorgen uns alle um Felix. Dich. Das ist nicht die Allison, die wir kennen. Die Allison, die ihr kennt? Ja. Das süße, clevere Mädchen, das nie jemand... Oh nein, jetzt machen sie alle auf einen... Ich auf, weiß, ihr oh, ist ein schlechter Einfluss im Ernst, und so. Es machte ihn zu schaffen. Wir haben getan, was nötig war, um zu bekommen, was wir brauchen.
okay. Sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde. Können wir das nicht? Allison, ich mag dich. Wirklich. Ich kenne dich schon ewig. Oh, oh. Du bist ehrlich? Standfest? Ist er der Pater? Du machst keinen Ärger. Aber Tyler, ich meine, wenn er untergeht, lass dich nicht von ihm mitziehen, okay? Ich kann das nicht. Alles okay? Bitte lass mich einfach. Ich brauche Luft. Oh. Ich brauche frische Luft. Oh. Das wäre ja eine ganz andere Person, als was wir vermutet hatten. Oder dreht sie vielleicht langsam wirklich einfach durch? Man weiß es nicht so richtig. Ty, bist du da? Tyler? Sag doch was, bitte. Oh. Fuck. Warum ignoriert er mich? Also geht's doch über eine lange Distanz? Keine Luft. Oh nein, sie hat eine Panikattacke. Okay. Okay. Das hatten wir schon mal. Ja, das ist so eine Atmungs-App, ne? Gleich geschafft. Oder? Muss ich jetzt irgendwas machen? Achte auf dein Timing beim Halten und Loslassen, um Allison beim Atmen zu helfen. Okay. Ich muss nur einatmen. Okay. Und aus. Folge den Kreisen. Ja, okay, okay. Immer klicken, also wenn der Kreis da kommt. Ja. Klick. Nur noch ein Ganz bisschen. Interessant gemacht mit der App. So eine Apps gibt's wirklich übrigens. Ja, aber bei dem ganzen Gerede darüber auch kein Wunder, dass sie da eine Panikattacke bekommt. Einfach weiteratmen. Ein. Ja, es wird langsam schneller. Langsam wird's besser. Ich weiß nicht, war das im ersten Teil auch sowas in der Richtung, wo man sowas machen musste? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Langsamer. Weiter dranbleiben. Ja, so ist gut. Ein- und ausatmen. Gleich geschafft. Einmal noch. Du schaffst das schon, Allison. Du schaffst das schon. So, nochmal ausatmen. Jawohl. Einmal noch. Sehr gut gemacht. Mir geht's gut. Was passiert hier? Alles okay? Ja. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen und sagen, was wirklich passiert ist. Nächster. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein, wie sonst auch. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief. Eine Sekunde. Hey, Kinder. Ich bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch bedeuten. Hm. Danke. Danke, Sam. Oh, Kinder. Ich glaube nicht, dass das der Vater ist, weil sonst hätte der sich, glaube ich, nicht so um die gekümmert, oder? Der Vater wollte die ja quasi nicht haben. Allison? Was machst du hier draußen? Es ist kalt. Ich brauchte nur etwas Luft. Was ist passiert? Was ist, kleiner Elch? Ich glaube, ich hatte eine Panikattacke. Das wird schon.
Komm mal rein und wärm dich auf. Dann sprechen wir darüber. Hm. Oh, weil sie ist echt durch. Die Ärmste. Tut mir leid. Der Morgen war einfach so. Gott, wie peinlich. Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Ach, Mann, ich lag so falsch. Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? Nein. Nicht er. Ich war es. Schon wieder. Ich habe ihn enttäuscht. Ich finde, du hast dir echt den Arsch aufgerissen für ihn. Du verstehst nicht. Mann, er versucht es echt, aber er kann es ja auch nicht verstehen. Mit Tylers Rückkehr und deinem Umzug. Lass es doch mal gut sein mit diesen Dingen, die dich offensichtlich stressen. Wenn du Marianne meinst, nein. Ich schulde es Tyler einfach. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du die Schuld bei dir suchst. Du warst nicht schuld. Hm. Ich wünschte, ich könnte alles vergessen. Und müsste nie wieder daran denken. Das verstehe ich. Glaub mir, wirklich. Aber es gibt Wege, damit abzuschließen. Du darfst nicht zulassen, dass es dich weiterhin so verfolgt. XX Manolia, danke für den Follow. Hi, schön, dass du da bist. Hör zu, du bist nicht wie deine Mom. Was meinst du? Ihr ist was zugestoßen. Etwas Schlimmes. Ich weiß nicht was, aber... Es ließ sie nicht los. Du darfst nicht den gleichen Fehler machen. Sag diesen Geistern, sie sollen abhauen. Hm. Wird er das jetzt richtig verstehen? Weil sie hat sie ja quite literally getötet. Naja, wir versuchen es mal, wa? Eddie? Ich war's. Ich war die mit der Schere. Was? Was sagst du da? Sie hat Tyler bedroht. Als ob ich zugestochen. Ich hab sie getötet. Ich bin gespannt, ob er ihr das jetzt glaubt. Ich hab meine Mutter getötet. Aber Tyler hat gestanden. Er kam nach Fireweed. Wir haben gelogen. Wir haben alle belogen. Oh Gott, die Familienkrise ist komplett, ey. Nein, 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 nein. Das heißt, er hat ja auch für ihn, dass er quasi was falsch gemacht hat. Wie konntest du ihn die Schuld auf sich nehmen lassen? Es war ein Fehler. Ich weiß. Wir standen unter Schock. Tyler wollte die Schuld auf sich nehmen und ich habe ihn gelassen. Das hätte ich nie gedacht, dass sie jetzt ihm gesteht. Aber wir hätten ehrlich sein sollen. Es muss hart gewesen sein, das all die Jahre zu verheimlichen. Ich habe es irgendwie verdrängt. Aber jetzt kann ich nur noch daran denken.
Egal, wo ich hingucke. Sie ist da. Ich ertrage es nicht mehr. Es ist nicht einfach, so etwas zuzugeben. Das erfordert viel Mut, Allison. Ich hätte es sehen sollen. Ich... Oh. Es tut mir so leid. Das war nicht fair euch gegenüber. Danke sehr, Eddie. Wie fühlst du dich jetzt? Schon besser? Erleichtert. Und echt müde. Ich musste vorhin an etwas denken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich passiert ist. Am Tag von Tylers Abreise, kam Sam da mit Sachen von uns vorbei? Ja. Ja, das stimmt. Tat er. Das ist der Beweis quasi, dass ihre Erinnerung nicht falsch ist, ne? Vielleicht ist es doch der Vater, ich weiß es nicht. Wie nah waren er und Marianne sich? Das weiß ich nicht genau. Aber er hatte sie wirklich gern. Ihr Tod hat ihn erschüttert. Er war oft bei uns zu Hause. Hat Dinge repariert, Tiere verjagt. Ich weiß, dass du nicht herausgefunden hast, wer unser leiblicher Vater war. Aber hast du je gedacht, es könnte Sam sein? Also, eure Mama und er standen sich nahe. Es ist möglich, aber dafür gab es keine Indizien. Ich muss mit ihm reden. Sicher, dass das gut ist? Du brauchst etwas Ruhe. Ich muss das tun. Nicht nur für Tyler. Auch für mich. Der Kerl ist sowas von verdächtig, meinst du den Polizisten? Ich hab dich lieb. Danke für alles. Ich meld mich. Das Face. Ja, ja, irgendwie, ne? Man ist sich nicht so ganz sicher, was da Phase ist. Leute, ich habe jetzt aber auch Hunger. Ich gucke jetzt mal gleich noch die nächste Szene an und dann. Ich bin mir total sicher, okay. Mal gucken, wer diese inoffizielle Wette gewinnt. Okay. Du schaffst das. Okay. Gut. Ja, dann ist das hier der Punkt, würde ich sagen. Ich guck mal ganz kurz, was ich in... Verdammt, mir fehlt überall hier dieses ein Objekt. Mist, ey. Ja, anyways, auf jeden Fall. Ich gehe mal ganz kurz hier schon zum Homescreen. Und, ach so, ja, genau. Die Aufnahme. YouTube, sorry für das abrupte Ende. Ich bin jetzt gerade am Ende meiner Streamzeit angekommen und ich habe Hunger. Ich bin schon ganz gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob nächstes Mal die letzte Folge ist. Also wir lassen uns überraschen und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!